Hallo und herzlich willkommen zu Ostfriesen WG. Letzte Woche Freitag um 10 Uhr haben wir eure Ritualrobe erstellt, eine spezielle Ausbildungsgrad Knoten gelernt und zwei magische Ritualsäulen erstellt. Heute am Freitag, den 3.3.2023 um 10 Uhr, reden wir über das Leuchtfeuer der höheren Ebenen und Herstellung unseres Altars. Fangen wir an. Los geht's! Wir verwenden einen Altar als eine Art Schrankform oder Doppelwürfel, damit wir in dem Altar Altargegenstände wie zum Beispiel Feuerschale, Kerzen, Ritualkelch und so weiter aufbewahren können. Siehe Hintergrundbild. So sollte unser Altar aussehen. Der Altar sollte an unsere Größe angepasst sein. Er sollte uns bis zum Bauchnabel gehen, damit wir gut an ihn arbeiten können. Wenn ihr einen Schrank kauft, hat er meistens nicht die richtige Größe für den Altar. So müsst ihr selber einen Altar bauen aus Holz oder bauen lassen. Die innere Seite des Altars streicht ihr weiß und die äußere Seite des Altars streicht ihr schwarz. Euer Altar stellt ihr mitten in eurem Tempelraum auf. Ihr könnt euren Altar auch mit magischen Symbolen verzieren. Aber ihr müsst euch entscheiden, welche magische Tradition oder Pantheon ihr nutzen wollt. Es gibt ägyptische, griechische, nordische, also Runen und so weiter. Durch die Säulen und den Altar wirkt euer Ritualraum nicht mehr nur wie ein Raum, sondern hat schon die Atmosphäre eines Tempels. Diese Atmosphäre oder magische Kraft durchdringt den Raum auf allen Ebenen. Nicht nur Räume existieren auf anderen Ebenen, alle Gegenstände, wie zum Beispiel auch Tische, Lampen, Stühle, Gefäße und so weiter, haben einen Gegenstück auf der spirituellen und den Astralebenen. Die Form der Objekte verändern sich auf den höheren Ebenen. Diese Strukturen oder Energiemuster werden von erfahrenen Magiern oder Sehern wahrgenommen. Es gibt eine spezielle Technik, um dieses zu erlernen. Diese Technik heißt die Welt anhalten. Darüber haben wir schon Videos gemacht. Siehe Playlists Magie und das Video Die Welt anhalten. Und unter der Playlists Magie 2022 das Video Telekinese. Dieses schimmernde Energiemuster ist die ursprüngliche Gedankenform, der den Gegenstand entworfen hat. Durch das später Weihen des Tempels wird der Energiemuster des Raumens und alle beseelten und unbeseelten Dinge, also Lebende und Nichtlebende, die sich in den Raum befinden, positiv verändert. Im letzten Video haben wir die Säulen für unseren Tempel hergestellt. In diesem haben wir unseren Altar hergestellt. Nun müssen wir nach einem bequemen Stuhl für unseren Tempel suchen mit Rückenlehne. Ich erwähne es nochmal. Alle Objekte, die für euren Tempel dienen, bleiben im Tempelraum und verlassen ihn niemals. Die einzige Ausnahme ist der mobile Tempel, aber dann müsst ihr die Objekte jedes Mal wieder neu reinigen energetisch und eventuell neu weihen, bevor ihr sie in euren mobilen Tempel mit hineinnimmt. Bei gekauften und erst recht gebrauchten Objekten müsst ihr sie energetisch gut reinigen, da an ihnen noch alle unerwünschten Einflüsse von früheren Eigentümern haften. Wenn der Tempel von einer Gruppe benutzt wird, sollte er natürlich dementsprechend viele Stühle vorhanden sein. Nachdem die Stühle oder der Stuhl gereinigt wurde, fertigen wir nun einen Altartuch an. Es sollte aus schwarzer Seide bestehen. Futterseide reicht vollkommen aus. Es soll quadratische Formen haben und es muss groß genug sein, um die Altarplatte zu bedecken. An den Ecken von dem schwarzen Altartuch näht ihr schwarze Quasten. Diese bekommt ihr in Ausstattungshäusern oder im Internet.
Wenn ihr keine schwarzen Quasten bekommt, dann besorgt ihr euch weiße und färbt diese dann schwarz ein. Über das schwarze Altartuch legt ihr ein kleines weißes Leinentuch. Diese Leinentücher kann man günstig in Läden erwerben. Ihr könnt auch weiße Stofftaschentücher verwenden. Für euren Altar braucht ihr noch ein Altarlicht. Hierfür verwendet ihr eine blaue Glasschale. Am besten mit Bein, aber ohne geht auch. Für diese Glasschale verwendet ihr am besten ein Teelicht. Ihr könnt in der Schale auch Alufolie hineingeben als Schutz, damit das Glas nicht zerbricht von der Hitze. Früher wurden in solchen Glasschalen, die als Altarlicht verwendet wurden, Öl hineingegeben mit einem Docht. Aber ich denke, Teelichter sind besser oder sicher oder eine sichere Methode. Vergesst bitte nicht, einen Eimer mit Sand und eine Flasche mit Wasser dazuzustellen. Falls es irgendwann mal zum Brand kommen sollte in eurem Ritualraum, so habt ihr die Möglichkeit zu löschen, entweder mit dem Sand oder mit dem Wasser. Das Altarlicht ist sehr wichtig für eure Rituale. In jeder magischen Tradition wird vor einem Ritual das Rituallicht entzündet. Dieses Licht stellt euren Kontakt zu den höheren Ebenen dar, zur weißen Bruderschaft, zu den Heeren des Lichts, zu den Göttern, Erzengeln, egal wie ihr sie nennen wollt. Auf einer tieferen Ebene verbindet es alles und jedem im Tempel mit den Herren des gegenwärtigen Äons. Es ist zugleich Schutz und auch Leuchtfeuer auf den inneren Ebenen, das anzeigt, wem euer Ergebenheit gehört, den Kräften des Lichts. Die Schale ist blau, weil sie der großen Mutter symbolisiert, die den Heeren des Äons trägt. Genaue Namen sind ohne Bedeutung, da sie je nach Glauben eines Menschen austauschbar sind. Es wäre auch super, wenn ihr einen Schrank oder Garderobe in euren Tempel habt, wo ihr eure Robe und Tempelhausschuhe aufbewahren könnt. Ich zum Beispiel gehe barfuß in meinen Tempel und entledige mich dort meiner Alltagskleidung. Ich ziehe eine Stoffhose mit Bund, die ich nur im Tempel trage, an. Einen dünnen Pullover, den ich auch nur im Tempel trage. Darüber ziehe ich eine weiße Robe und darüber die Robe, die ihr jetzt seht. Warum ich das mit den zwei Roben so mache, erkläre ich in den nächsten Videos. Nächste Woche Freitag um 10 Uhr machen wir unter anderem die vier Banner für die Himmelsrichtung und öffnen die vier Portale zu den vier Türmen der Magier. Seid gespannt und bleibt dabei!